Ob ich ein Directioner war? Storytime! Gehen wir 9 Jahre zurück. Ich war 15. Kurz, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, so sah ich aus. Hey, ich sag euch ehrlich, ne? Too cool for you. If I had a British accent, I'd never shut up. Ja, wie jede Boyband auf Session anfängt, beginnt es mit der Musik. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. Man hat einfach gefühlt, wisst ihr, so sehr, dass man sich auch ein Quote an die Wand hängt. I'd rather be a kid and play with paper planes than be a man and play with a woman's heart. Oh nah, that was so smooth. Like, smooth, like, warte, kurz geswitcht. Meanwhile, mein Zimmer und meine anderen Sammlungen. Das war übrigens ein Riesenmagazin. Es war so groß wie ein Poster und ich habe es mir an die Decke gehängt für schöne Träume und so, ihr wisst. Meine Liebe für One Direction war natürlich auch so groß, dass ich auf 2 Konzerten war. Beim ersten Konzert saßen wir relativ weit vorne. Da habe ich dieses Bild hier geschossen. Und auch dieses. Harry Fredboy Phase. Ich hatte beim ersten Konzert einen Your Name Moment, denn Nye hat mir zugewunken und ich war original so. Einfach in Trance und danach lag ich in meinem britischen Zimmer in Deutschland und dachte mir so, is this real life? Beim zweiten Konzert war ich schon ein bisschen cooler, bin ich ehrlich. Da war ich dann so, ja mit 16 bin ich schon erwachsen, ne? Das sind ja auch nur Menschen. Ich war dann halt auch so cool, dass ich fast dieses Konzert gedroppt habe wegen meinem Stolz. Ich habe mich nämlich mit der dritten Freundin, die auch zum Konzert geht, gestritten und dann musste mich meine beste Freundin überreden. Und das 6 Stunden lang, aber als sie es dann geschafft hat, war es dann halt phänomenal. Ich hasse mich und meinen Stolz. Ich hatte beinahe Cutie Irish Pie verpasst. So sah dann die zweite Konzerthalle aus, beziehungsweise diesmal war es dann ein Stadion. Und 5 Seconds of Summer sind auch aufgetreten. So, und jetzt frag mich doch mal, ob ich ein Directioner war. Ich denke, es ist ganz offensichtlich.